So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV Format in der Abendsendung. So, der Risikohinweis kann jeder erkennen bzw. lesen. Dann geht es auch schon los, denn heute war wieder ein sehr spannender Tag im DAX. Schauen wir erstmal hier die Schaubilder an. Das war hier der gestrige Tag, schloss fast oder nahe des Tagestiefs. Öffnung erfolgte sehr hoch, also ein aufwärts gerichtetes Gap. Das Tageshoch lag bei rund 9.550 Punkten und der Schlusskurs war wieder 100 Punkte darunter. Wichtig hier jedoch im Wochenchart hält sozusagen der EMA 200 und der SMA 200 und die unter Stützungslinie ebenfalls noch. Was nicht so erfreulich war, obwohl es hier fast alles erstmal perfekt analysiert worden ist. Doch bevor wir dahin kommen, wollte ich nur kurz nochmal den Hinweis geben. Hier, diese Setups sind ja nicht aktiviert worden. Rohöl ging wie erwartet hoch. Hier ist eben auch nichts passiert bei Brent. Also sind die Setups ja ausgesetzt. Ich habe es extra auch nochmal hier Vormittagshandel und dann eben um 11 Uhr nochmal geschrieben, dass diese ad acta gelegt werden. Ganz früh am Morgen kam noch ein Setup im Euro, beziehungsweise ein Update ja raus. Das Setup war ja gestern. Hier liegt man deutlich im Plus. Relativ deutlich erstmal, wenn man den Stopp hier unten sieht, noch nicht so deutlich, aber hier im, wenn man den Stopp enger gesetzt hätte, dann ja. So, und hier wurde kurz vor 12 Uhr, das war eben diese Kerze hier, diese Kerzenformation, geschrieben, dass hier ein leichtes Kaufsignal, ein frühes Kaufsignal entsteht. Mit Zielrichtung ja 9.600 Punkte. Wie vorher erwähnt, gab es eben nur bis 9.550 Punkte in Anstieg und dann fiel er eben hier, weil ich ein Update gemacht habe, unter den angehobenen Stopp zurück. Das sind etwa 30 Punkte dann Verlust aufgelaufen. Was allerdings dann perfekt lief, fast im Tief, natürlich nicht ganz das Tief. Ich habe hier eine in der Hälfte der Zeit hier 13:15 Uhr, da waren hier war die diese Kerze natürlich noch nicht so ausgeprägt, wie sie jetzt war, sondern gab es einen leichten Rücksetzer fast genau an die Unterkante hin plus eine andere Unterstützung und eingezeichnet direkt der Pfeil und hieß auch von dem Level, was ja auch 1.309 war, etwa 10 Dollar hoch, also oberhalb dieser Marke sollte es oder bis zu dem Zeitpunkt 10 Punkte hochgehen, 10 US-Dollar hochgehen. Das war der Fall. Und dann exakt hier abprallen. Wer das getradet hat, 10 Dollar plus hier nochmal dann die 10 Dollar zurück, hat schon 20 Dollar verdient. Oder auch jetzt hier sind es noch rund 8 Dollar übrig geblieben. Ich bleibe dabei, wer jetzt hier eingestiegen ist, kann den Stopp fast auf Einstand setzen. Unterhalb der Marke kann hier sich das fortsetzen. Das war hier eben perfekt analysiert und frühzeitig alles natürlich wie immer hier im Stream veröffentlicht. Das waren ja die hauptsächlichen Setups. Hier die Deutsche Post. Wer hier das Setup hier unten mitgenommen hat, liegt auch im Plus, aber natürlich der Verlusttrade hier wird natürlich nicht unter den Tisch gekehrt, sondern hier ist eben bei kontinentalen Verlust aufgetreten. Hier liegt ein Setup oberhalb von 36,50, wird mit einer Aufwärtsbewegung bis circa 43 oder auch 42 gerechnet. Beiersdorf genauso. Gold hatten wir ja schon erwähnt. Euro-Yen liegt im Plus, haben wir auch schon durch. Dann folgen noch die zwei Setups.
Hier bleibt der Kurs US-Dollar, kanadischer Dollar darunter. Nichts weiter passiert und Pfund, US-Dollar. Da gab es zunächst eben auch hier den Move an den EMA 38 bis leicht darüber. Dann wieder ein Abfall. Die Aufwärtsbewegung kann sich eben auch noch fortsetzen. Allerdings wäre hier ja erst über diesem Hoch eine deutliche Erholung drinnen. Danke fürs Zuhören und bis morgen.